So, Kameraden, ich bin wieder da. Weiter geht die wilde Reise. Richter finden. Linus leuchtet all denen, die seine Reise. Wir klappern jetzt jedes Haus ab, bis wir den Richter finden. Oh. Ging ja schnell. Und wir haben einen Herd gefunden. Ihr wisst, was das heißt. Wir brutzeln wieder. Warte, wir hatten Zähne, ne? Habt ihr mitgezählt? Das müsste 4 sein. 5. 6. 7. Und 8. Und 9. Und 10. Rein theoretisch dürfte ich jetzt nichts mehr haben, oder? Womit denn? Haha. Richtig. Richtig. Ja, moin. Der sieht doch schon so assi aus. Wie sieht's aus? Du dreckiger Söldner, machst gefälligst, dass du verschwindest, bevor ich die Wachen rufe. Boah, langsam. Ich bin nicht hier, um dich zu bestehlen. Ich suche Arbeit. So, du willst also für mich arbeiten? Das ist natürlich etwas anderes. Da gibt es leider nur ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Du wirst deine Loyalität erst beweisen müssen. Stell mich auf die Probe. Na gut, hör zu. Bring mir den heiligen Hammer der Magier des Feuers. Sie bewahren ihn irgendwo im Keller des Klosters auf. Wenn du das schaffst, dann werde ich darüber nachdenken, dich bei mir als Leibgarde anzustellen. Ich soll die Magier beklauen? Du hast sie doch nicht alle. Dann geh zum Teufel und verschwende nicht meine Zeit. Oh. Ich glaube, da laden wir nochmal. Das ging in die Hose. Okay. Wir tun einfach so, als wenn wir jetzt anfangen. Das hätte er ja auch selbst. Wir gehen nochmal hier rein. Ladida, bla bla bla. Scheiße, jetzt müssen wir die 10 Steaks nochmal grillen, ne? Oh, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Machen wir einen anderen mal. So, also ich dachte, der führt das Gespräch noch weiter, statt er dann sagt, oh ja, dann verzieh dich hier, bla bla bla. Bla bla bla, ja, stell mich auf die Probe, bla bla bla, alles klar. Gut, aber denk daran, wenn sie dich erwischen, hab ich nie von dir gehört. Alles klar. Wir klauen den Hammer. Ja, das passt eigentlich, weil wir sowieso dahin müssen. Wir müssen sowieso ins Kloster, das passt. Arsch auf einmal zusammen. Das wird sich nie ändern. Wieso ist denn die Musik jetzt im Hintergrund weg? Innerst leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Keine Ahnung, wieso die Musik jetzt weg ist. Vielleicht kommt sie ja gleich. Torloffs Angst vom schwarzen Mann. Schattenläuferhörner. Steintafeln, Busbassbogen. Wir wandern einfach mal so ein bisschen durch die Wälder und gucken, was wir finden. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Rein theoretisch würde ich gerne mal ausprobieren. Wie viel Schaden jetzt so ein komischer schwarzer Mann an uns macht. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang, wir nehmen eine Abkürzung. Das höre ich zum ersten Mal. Wir gehen durch die Gossen. Durch die Gossen von Corinnes. Hier wäre eigentlich auch so ein Diebesverstecken geiles, ne? La la la. Rein theoretisch ja. Würde gerne darunter gehen. Okay, das wird so nix. Komm, greif mich an. Alter, leck mich am Arsch. Was ist das für eine Blutfliege? Unzerstörbare. Oh Gott. Das war knapp. Kloster. Kloster müssen wir...
Scheiß drauf. Ich war jetzt gerade am überlegen, ob wir zum diesem Portal gehen und zur, uns zur Dingens teleportieren. Aber wir laufen einfach die paar Meter, scheißegal. Wir genießen einfach die Ruhe und den Frieden und keine Gegner und alles ist toll und harmonisch. Ein kleiner Waldspaziergang hier und, ne, ihr wisst schon. Ein Waldspaziergang soll auch Stress vermindern. Das ist auch gut für euch für draußen, wenn ihr mal Stress habt. Theater auf Arbeit, geht mal ein bisschen durch den Wald spazieren. Raus an die frische Luft und so. Könnt ihr auch mal wieder machen. Ist eigentlich gar nicht verkehrt. Ich weiß auch, bei uns, wenn ich bei uns im Wald spazieren gehe, da sehe ich immer schon ein paar Mal so Rehe aus dem Gebüsch gesprungen und wollten mich erschrecken. Die Drecksviecher. Tatsächlich passiert. Dann wollte ich mal im Handy ein Foto machen und dann sind sie immer abgehauen. Die eigentlich töten sollen, ne? Und dann Lagerfeuer machen, looten und so, und Fell abziehen, Fell verkaufen, wie halt in so einem Survival-Spiel. Geht's hier lang oder einen weiter? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nicht, bin ich hier richtig? Eine Maus? Was bist du? So mache ich das auch immer beim Waldspaziergang. Ein Wolf mit einem Schwert erschlagen und dann ohne irgendwelche Hilfsmittel und Vorkenntnisse plündern. Mache ich immer so. Wir sind richtig. Was ist das da für ein Hayopai? Hallo Knilch, wer bist du denn? Hey du, hey du. Warst du schon mal im Kloster? Kann sein, wieso? Nehmen die noch Leute. Ich weiß sonst nicht, wo ich bleiben soll. Wo kommst du her? Ich war Kapitän eines großen Walfängers, mein Junge. Die See ist mein Zuhause. Mein Schiff, die gute alte Magdalena, ist vor einigen Monaten von Piraten versenkt worden. Und nun bin ich hier gestrandet. Ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in See stechen zu können. Doch seit ich hier bin, hat in dem verfluchten Hafen kein Schoner mehr angelegt. Das einzige Schiff, was in Korinis vor Anker liegt, ist die verfluchte Kriegsgaleere des Königs. Und die nehmen keine Leute. Was bleibt mir denn noch? In der Stadt gibt es keine Arbeit für mich. Ich lasse nichts unversucht. Besser du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich habe schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Okay. Vielleicht lege ich ein gutes Wort für dich an. Scheint ein ganz netter Typ zu sein. Ja, moin. Milton. Wie bist du so schnell zum Kloster gekommen? Was soll die Frage? Ich habe mich durch den Pass geschlichen und dann auf direktem Wege zum Kloster begeben. Zugegeben, es war nicht immer leicht, den ganzen Monstern auszuweichen, die sich diesseits des Tales breit gemacht haben. Aber letztlich hatte ich weniger Probleme als erwartet. Weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeraufenthalt bei Garund ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Nach dem Kerkeressen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Söldner auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. Weißt du etwas über die vermummten Gestalten? Nein, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei diesen Typen. Sieh dich vor, wenn du ihnen begegnest. Oh ja. Ich muss dringend ins Kloster. Ich kann dich nicht ins Kloster lassen. Ich bekomme Ärger mit dem Hohen Rat. Ohne Erlaubnis meiner Vorgesetzten darf ich niemanden ins Kloster lassen. Ich habe einen Brief von Lord Hagen. Zeig mal her. In Ordnung. Hier hast du den Schlüssel vom Kloster. Pyroka ist in der Kirche. Vielen Dank, mein Freund.
Ah, keine 1000 Mäuse zahlen. Nice. Daran wird sich nie etwas ändern. Moin. Ich weiß nicht, warum man dir erlaubt hat, das Kloster zu betreten. Ich bin Parlan und verantwortlich für unsere Novizen. Ich möchte nicht, dass du sie durch dumme Fragen von der Arbeit abhältst. Ist das klar? Man erzählt sich ja so einiges. Klar. Das will ich hoffen. Deine Entscheidung. Wurf. Mich fragt er keiner. Ja, passt. Keine Ahnung, sag du es mir. Uiuiuiui, jetzt geht's ab, Leute. Hey, du. Wie bist denn du? Warum hast du einen Namen, nicht wie die anderen? Wie geht's? Ich danke Innos, dass ich hier im Kloster sein darf. Aha. Entschuldigung. Einige Bürger von Korinnes sind auf seltsame Weise verschwunden. Das ist mir bekannt und sehr bedauerlich. Jedoch haben wir uns mit den Magiern des Wassers darauf geeinigt, dass sie sich der Sache annehmen. Gleiches gilt für die Untersuchung der eigenartigen Erdbeben in der nordöstlichen Region von Korinnes. Bisher ist mir nicht zu Ohren gekommen, dass unser Einschreiten vonnöten wäre. Also werden wir auch nichts in dieser Sache unternehmen. Ja, aber... Kein Aber. Wir werden verfahren, wie wir es für richtig halten. Und ich hoffe, auch du wirst das respektieren. Ich komme aus dem alten Minental. Was hast du zu berichten? Der Feind hat sich dort formiert und wartet mit einer Armee von Orks und Drachen auf. Das ist uns schon von Milton mitgeteilt worden. Aber wie steht es um die Erzlieferung des Königs? Die Mine, die Garond im Tal ausheben lässt, wird den Bedarf des Königs nicht decken. Die Tage werden grauer und das Licht der Sonne immer schwächer. Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden. Ich weiß. Das sind die Suchenden. Schergen der Unterwelt Beljars. Nimm dich vor ihnen in Acht. Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen, bist du nicht mehr du selbst. Dann kann dir nur noch hier im Kloster geholfen werden. Also sei vorsichtig. Hier, diese Rune wird dich direkt zum Kloster zurückbringen, wenn du unsere Hilfe bedarfst. Denk daran, wir müssen Widerstand leisten. Sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen. Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Innos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind einer heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Das Auge Innos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Wer hat das getan? Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es ans Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Einer unserer treuesten Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro, der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten, und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Wie wär's mit ein bisschen Segen? Ich könnte es gebrauchen. Möge Innos sein zwischen dir und dem Leid auf allen gottlosen Pfaden, die du beschreiten wirst. Danke. War nicht sehr hilfreich. Toll. War klar. So steht es in den Heiligen. Ist nochmal zu schön, wenn mal was glatt geht. Irgendwann muss das hier so kommen. Opulus. Das gibt doch nur noch mehr Ärger.
Soll einen komischen Hammer holen hier. Was suchst du hier? Geh! Ja, lass mich doch durch. Na bitte, geht doch. Ich hab das heute. Nimm ihn hier, geht doch. Knöch. Eine unsichtbare Wand. Ich möchte nur mal eben. Mich musst du es nicht zu fragen. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Ah, rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Rechts, links, links, rechts, 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 links. Meine Fresse. Das kann ich nie nicht so weitergehen. Oh, das hat sich aber gut gelohnt. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Ja, war klar. Links, rechts, links, links. Ah, scheiße. Links, rechts, links, links. Rechts, rechts. Ah. Links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Oh wow, das hat sich nicht gelohnt. Das hat sich nicht gelohnt. Ich guck nur mal hier Inventur, ne? Mehr mache ich hier nicht. Jupp, alles da. Dankeschön. Danke für Ihre Geduld. Nur Innos entscheidet über Recht. Geht's da zufällig runter? Ich handle stets. Frag für einen Freund. Wer bist denn du, Junge? Immer wieder das Gleiche. Raus! Was suchst du hier? Boah, geh. Jungs, chillt mal. Na bitte, los, geht doch. Wie Akku. Wissen. So steht es in den Heiligen Schriften. Kann ich dir behilflich sein? Das sind doch alles nö. Halte ein, Söldner. Ich habe mit dir zu reden. Was willst du? Es ist eine höchst delikate Situation hier im Kloster. Jeder scheint hier momentan jedem zu misstrauen. Und dann noch dieser Vorfall mit Pedro, das ist äußerst... Ich habe einen Auftrag von höchster Stelle für dich. Du bist kein Mitglied der Gemeinschaft des Feuers und bist deshalb der Einzige hier, der diese Angelegenheit für uns regeln kann. Aber ich muss dich warnen. Wenn ich dir diesen Auftrag erteile, hast du ihn auch auszuführen. Du wirst keine Wahl haben, wenn du weißt, worum es geht. Verstanden? Sag, was du willst. Gut, dann höre genau zu, denn ich sage es nur ein einziges Mal. Serpentes will, dass du Pedro für seinen Verrat tötest, wenn er dir in die Hände fällt. Bezahlung erhältst du, sobald der Auftrag erledigt ist. Das habe ich nicht gesagt. Und du hast auch nichts gehört. Verstanden? Okay. Klasse, hätte ich mir ja denken können. Ich bin zu spät gekommen. Die Hohlköpfe im Kloster... Die Hohlköpfe im Kloster haben sich das Auge... von einem Novizen klauen lassen und ich kann dem Verräter Pedro jetzt hinterherrennen und hoffen. Die Hohlköpfe. Finde ich gut. Kluges Kerlchen. Kluges Kerlchen. Moin. Ist auch kein Hammer. Wo ist dieser Hammer? Spinnenweben könnten die mal wegmachen hier, wa? Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Okay. Ist da ein Hammer irgendwo?
Was ist das hier für ein Raum? Hier werden die heiligen Reliquien des Klosters aufbewahrt. Welche Reliquien? Hier ruht Innos Hammer und der Schild des Feuers. Sie sind die wichtigsten Reliquien der Innoskirche außerhalb der Reichshauptstadt. Erzähl mir was über den Schild. Der Schild des Feuers wurde von Dominique in der Schlacht auf den südlichen Inseln getragen. Doch die Macht des Schildes soll nie wieder benutzt werden. Deshalb haben wir ihn an die Wand genagelt. Erzähl mir was über den Hammer. Das ist der heilige Hammer von Innos. Mit diesem Hammer erschlug der heilige Hoba den steinernen Wächter. In den heiligen Schriften heißt es, dass der steinerne Wächter unverwundbar war. Wie ein Turm stand er in der Schlacht und die Waffen seiner Feinde zerbrachen an seiner steinernen Haut. Mit Innos Namen auf den Lippen stürzte sich Hoba auf das Ungeheuer und mit einem mächtigen Hieb seines Hammers zerschmetterte er das Wesen. Erzähl mir was über den Hammer. Das ist der Heilige in den Heiligen mit Innos. Okay. Wie komme ich jetzt an das Ding dran? Ohne dass der das mitkriegt? Wie klaue ich den jetzt da raus? Und mal bis zur Nacht schlafen vielleicht? Komme ich dann da dran? Ne? Ist hier vielleicht eine Art Schichtwechsel oder so? Ich habe ja gespeichert. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, ich weiß, wo der Hammer ist, komme aber nicht dran, weil der Typ quasi 24/7 auf das Ding starrt. Was suchst du? Ich habe nur Heier gemacht, chill mal. Kluges Kerlchen. Komme ich da jetzt vielleicht dran, ne? Der ist bestimmt 24/7 da, ne? Der schläft bestimmt gar nicht. Dreckiger Dieb, na warte! Was kann der Sohn so? Okay. Ich glaube, ich muss den so krallen. Kann das sein? Ich überleg's mir mal, wie wir da hinkommen. Wie kommen wir da dran? Kann ich mit dem anderen? Was war das denn? Ja, moin. Hey! Was? Was ist los? Ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereit. Kann ich bei dir lernen? Ich gebe mein Wissen nur an... Ja, okay, alles klar. Okay. Okay, so funktioniert das schon mal nicht. Und Karraut.
Hey! Weißt du, wo Pedro ist? Glaubst du, ich würde hier rumstehen, wenn ich wüsste, wo der Abtrünnige sich aufhält? Er muss für seine Taten bezahlen. Ich hoffe, es gelingt uns, das Auge zurückzuholen. Du musst uns helfen. Finde ihn und bring uns das Auge Innos zurück. Ich habe schon eine Ahnung, wo er ist. Ich vermute mal, der ist an dieser Stelle, wo wir damals zum Anfang in den ersten paar Folgen diese Armbrust geholt haben für diesen Jäger. An diesem steinernen Kreis, da wird er sein. Vermute ich mal, dass der da ist. Na klar, was auch sonst. Nur noch diese Typen hier? Oder sind jetzt in der Nacht mehr draußen? Rein theoretisch wollte ich ja testen, wie viel ich jetzt einstecken kann von den Dingern, ne? Wie viel Stärke habe ich denn jetzt überhaupt? 59. Keine Waffe. Muss noch 2-3 Level abmachen anscheinend. Wo könnten denn noch Viechers sein? Ich kann es doch nicht mal mit einem Warg aufnehmen. Warg. Das können wir nicht wargen. Banditencamp. Wo könnte denn noch ein Banditencamp sein? Die müssen wir ja auch noch ein paar Banditen finden hier. Im Urwald. Wir wandern jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Wälder. Oh, ich dachte schon. Aber die können wir ja so wegsnacken eigentlich, ne? Wir müssen es jetzt nicht mit allen aufnehmen. Müssen ein bisschen Erfahrung sammeln. Okay, jetzt kommen beide. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Wo ist der andere Kollege? Das war nix. Das war Mist. Hier war auch nichts mehr, ne? Ich könnte nur noch so eine Drachenwurzel gebrauchen, damit ich diesen einen Stärkepunkt noch kriege. Okay, einmal speichern. Falls uns jetzt gleich irgendwie so ein Suchender über den Weg läuft, den ich nicht sehe. Sind das Skelette? Ja, das sind Skelette. Da machen wir auch mal einen Bogen drum. Ich nehme ich aber noch mit. Okay, den haben wir auch. Immer schön speichern, ne? Da brennt ein Feuer. Ich will halt nicht so ein Ding dafür verballern, ne? Da sind die mir echt zu schade für. Was haben wir denn da?
Okay, pfeifen wir uns mal ein paar Pilze hier rein und dann schauen wir mal, was es da so gibt in der Höhle hier. Mana-Bonus, Mana-Bonus. Dauer Sekunden 15. Ich weiß immer noch nicht, was Snapper-Kraut bringt. Okay. Wieso ist hier eine Frau? Das, meine Freunde, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald. Tschüss.